Hallo und herzlich willkommen an den multimedialen, visuell-audiellen wieder... Ach scheiße, ihr wisst doch, was ich meine. Tag auch! Neue Folge Rocket Birds Hardboiled Chicken startet genau jetzt. Da bin ich ja mal gespannt. Es geht um die Pinguin-Historie. Penguin-History. Es war History, nicht Hysterie. Oh. Ein Museum. Wo bin ich? Wo bin ich? Warum? 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 So. Einer tot. Oh, ich auch. Ich war einer von denen, die tot sind. Das ja. Ganz beschissen. Also, wenn ich darüber falle, dann sieht man auf jeden Fall erstmal nichts. Und das ist blöd, das soll so nicht sein. Einer tot. Hat er mich schon wieder erschossen? Nein, hat er nicht. So. Ich möchte... Eigentlich... Möchte ich hoch. Ich möchte nämlich zu dem... Medikit, was da liegt. Aber so einfach geht das wohl nicht. Ups. Ein Cave-Pinguin. Wie lustig. Jetzt kommen sie ja schier von allen Seiten. Was ist das denn für eine... unsagbar fieses Museum, dass da so viele Wachen drin sind? Komm ich da nicht hoch? Nein. We are the world. We are the world. Gab's da nicht mal so einen schlechten Song drüber? Hm. Hier komme ich aber auch nirgendwo wieder hoch. Ist es etwa wieder Zeit, irgendwas zu werfen? So ein Brain-Bug-mäßiges Viech. Und damit erreiche ich ja niemanden. Nee. Nicht hier! Aber vielleicht hier. Ich brauche noch ein bisschen mehr Wurf weiter. Unter dem Bild steht, do not feed the stuffed mammoth. Also füttert das ausgestopfte Mammut nicht. So, Toroin. Hab ihn. So, wollen wir nochmal schauen. Was passiert, wenn ich hier drücke? Nichts, weil ich die Karte nicht habe. Hier komme ich nicht weiter. Kann ich mir einen Lift runterholen? Muss ich dann vielleicht mit dem Lift hoch und oben bleiben? Das Lustige ist, geht aber auch nicht. All dieweil. Komm, mach mal was Sinnvolles. So, also muss ich hier irgendwie weiter. Leider auch nicht nach oben schießen. Aber da ist ein Ausrufezeichen drauf. Und an Ausrufezeichen sollte man ganz grundsätzlich mal eine Granate postieren. Allerdings, tata, ich kann gar nicht so hoch werfen. Das ist ja nun auch albern. So, ich drücke nochmal zu. Bleibt der Junge da stehen. Jetzt mache ich es wieder auf. Jetzt rennt man da hin und her. Ich würde dem halt gerne jetzt einen Brainbug an den Kopf werfen.
weiß noch nicht so genau, ob das geht. Und wenn ja, wie es geht. Hier komme ich nämlich nicht hoch. Muss ich das vielleicht mit einer Granate versehen? Nein, andere Seite, Spinner. Auch nicht. Wenn ich hier so einen ganz geraden Wurf hochmache, komme ich dann darüber? Ne, komme ich auch nicht rüber. Tja. Hier passiert nämlich auch nichts. Hier komme ich nicht hoch, hier komme ich nicht weiter. Kann ich dem allerhöchstens die Tür zumachen. Aber das bringt alles irgendwie nichts. Was habe ich denn hier noch so an Bewaffnung? Das bringt aber auch nichts. Was steht da? Kann man nicht lesen. Ich könnte natürlich versuchen, dieses Ding einfach mal aufzumachen, wenn da drauf steht. So. Und jetzt kann ich noch das nochmal versuchen mit dem Brain Bug. Jetzt habe ich einen Agenten. Durch die rote Karte. Das ist ja... Watch. Also. Kann er nicht nehmen? Darüber springen? Kann er auch nicht. Also muss Chicken, bevor es wirft. Erst einmal. Das wieder zumachen. Und jetzt. Ein bisschen unkoordiniert, aber... Das kennt er ja. Das Ding wieder zu. Jetzt kann er da wieder rüberhopseln. Komm, hol den Fahrstuhl. Fahrstuhl ist da. Räumt Töff Töff. Und hoch. Aufwärts. Jetzt kann er hier durchlaufen und dann draufdrücken. Großartig. So. Ich glaube, du hast einfach getan. Weil jetzt kann das Chicken erstmal oben wieder zumachen und aufmachen und überhaupt und so. Muss ich diese Kiste da, na, Kiste darüber schieben. Das geht ja immer nur in Blickrichtung. Und rudu, rudu, rudu. Weiter geht das. Machen wir jetzt nicht. Rote Karte brauchen wir. Und... Ach, jetzt brauchen wir den anderen Knilch, dass der uns da runterfährt. Gut, gut, gut. Aber der andere Knilch kann das doch gar nicht aufmachen. Das war so nicht geplant. Aber da können wir uns auf jeden Fall später dann
einen neuen Knilch ziehen. Das ist halt das Problem. Sobald die Bodenluke aufgeht, geht die Tür zu. Und da komme ich nicht durch. Mit dem Fahrstuhl kann ich hier auch nicht bedienen. Ist ja jetzt schon ein bisschen bizarr. Ich muss also im Prinzip jetzt von unten nochmal alles... Aber das bringt auch nicht wirklich viel. Ich bräuchte jemanden auf der anderen Seite, der es dann für mich macht. Und diesen jemand habe ich nicht. Ha. Loser Einsatz von Gewalt hier eine Lösung ist? Ich würde ja behaupten, dass ja, aber... In diesem Falle nein. So. Ich brauche einen Hansel, der mir dieses Türchen aufmacht. Das ist lustig, hilft aber nicht. Also nochmal mit einem Brainbug probieren. Aber der kann sich hier auch nicht wirklich weit bewegen. Das Interessante ist ja, da oben liegt die blaue Karte. Ich fürchte, ich muss diesen Checkpoint tatsächlich nochmal starten. Ugh. Das ist der Checkpoint, den ich vorher schon hatte. Wo ich den guten Onkel schon erschossen habe. Und hier komme ich nicht weiter. Was jetzt tatsächlich allerdings so eine auswegslose Situation ist, dann mag ich das Spiel auch nicht mehr. Ich es höchst albern finde, mich in Situationen rein zu manövrieren, wo ich nicht wieder rauskomme. Ha. Ha, 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 ha. Kann ich eine Granate vielleicht so werfen? Dass sie mir die Kiste runterholt. Und wenn ich jetzt die Kiste habe, kann vielleicht der Pinguin, der fiese, herzlose, böse Pinguin die Kiste nehmen. Damit die Tür aufmachen, bitte. Wenn ich ihn treffe, heißt das. Nur wenn ich ihn treffe. Nee, eher so.
kann der nämlich so. Und kann so. Und kann so. Aber er kann diese blöde Karte nicht nehmen. Aber er kann nach ganz oben. Aha. Klack. Job done. Dann kann ich mit dem Küken ganz von hinten nochmal durchrennen. Allerdings brauche ich jetzt eine andere Waffe. Rot habe ich nämlich schon. Jetzt kann ich nämlich hier hoch. Mir die Karte nehmen. King Poot. Nett gemacht. Und mal schauen, wie es hier so weitergeht. Mit auf die Fresse geht's weiter. Und ich brauche eine andere Knifte. Okay. Also wieder der Einsatz von Brainbugs. Ja, so unglaublich gut timen kann. Oh! Beim ersten Mal. Kann das mal jemand in seinen Kalender eintragen, bitte? Ja, und nu? Jetzt rennt hier ein bekloppter Pinguin rum. Ganz großes Kino. Kommt aber auch nicht weiter. Aha. Ich konnte mich eh nicht leiden. Dann nehme ich mir halt meine eigene Kiste mit. Bin nämlich gar nicht so doof. Meistens. Da geht sie hin, die Gesundheit. Was ein Glück. So. Und jetzt habe ich die grüne. Komm ich hier runter. Hervorragend. Ist auch gleich noch Munition. Der kriegt man so richtig auf die Fresse. Eigentlich müsste es das nämlich jetzt gewesen sein. Tür auf. Tür auf. Museumsshop. Eieiei. Ist da was? Ah, das ist ja nun ganz blöd gewesen. Das war's. Aber wenigstens dürfte ich direkt im Museumsshop. Was? Och nö. Das wird ja nun tatsächlich ein bisschen lästig hier. Was ist denn hier los? Mit dieser Schrotflinte trifft er aber auch echt nichts. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Zweiter Streich. Moon.
Karte. Gegner. Und schon wieder tot. Das gibt's doch nicht. Auf den letzten Metern kriege ich Macke. Aber richtig. So. Du sollst ja auch nicht hochklettern, du sollst ihn umpogen. Kann nicht so schwer sein. Also. Das. Karte schnell nach links. Pinguin umgepokt. Pinguin umgepokt. Da drüben gab es noch eine Heilungskiste, die ich sehr gut brauchen kann jetzt. Und dann nochmal eine andere Waffe geschnappt. Moon geschnappt. Pinguin über den Haufen geschossen. Und ab zum Museumsshop. Ja, los, Tür auf. Tür auf. Treffen die sich eigentlich nicht selber. So, und ich befürchte aber, dass ich ab einem bestimmten Punkt aufstehen werde. Da die sich gerade hier so schön das Kreuzfeuer geben, würde ich das eigentlich echt unheimlich gerne vermeiden. Genau deswegen. Oh, das kann auch wohl nicht wahr sein. Gut, stellt euch auf ein etwas längeres Let's Play ein. X-Snake muss mal wieder raffen, wie das hier so mit dem Schießen funktioniert und damit, dass bestimmte Waffen auf bestimmte Distanzen einfach scheiße sind. Okay, hoch, umgepokt, umgepokt. Da können wir jetzt aber tatsächlich mal auf Schrotgewehr umschalten. Health mitnehmen. Waffe wechseln. Moon mitnehmen. Wachrück über den Haufen schießen. Tür aufmachen. Ihr könnt es wahrscheinlich auch schon mitsprechen, oder? Und Deckung. Fuck die Fuck! Das gibt es doch nicht. Ich glaube tatsächlich, ist es eine reine Timing-Frage. Aber jetzt sagen wir es alle zusammen. Kiste schieben, Waffe wechseln, Deckung nehmen, Pinguin über den Haufen schießen, zweiten Pinguin über den Haufen schießen. Karte nehmen, Pinguin über den Haufen schießen, anderen Pinguin über den Haufen schießen. Da kann ich die da einfach mal liegen lassen. Kann ich auch machen. Aber ich brauche ja noch die Health. Das Health-Paket. Komme ich nämlich ansonsten nicht ran, wenn ich die beiden nicht umpoge. Hahaha. Ha, ha. Health-Paket mitnehmen. Zurückkugeln. Den über den Haufen schießen. Knöpfchen. Und jetzt wäre interessant zu wissen, wenn ich einfach schon mal so darunter gehe. Kann ich nicht.
Wow. Dann aber auch gleich in einem Schlag. So. Jetzt habe ich euch aber auch, denke ich, lange genug geärgert. Ich denke mal, ich bin hier in einem neuen Level. Ich habe allerdings noch kein Speichersymbol gesehen, deswegen werde ich... Doch, da ist es. Chapter 10, Spanking Time. Meine Lieben, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Zockt viel, zockt schön, ich bin raus und tschüss.